SSD-Laufwerke, die haben eine begrenzte Lebensdauer. Da sind irgendwann die Speicherzellen aufgebraucht, verbraucht, da sind die kaputt. Und wie man das rausfinden kann, wie gut die eigene SSD ist, wie viel die schon geschrieben hat und wann man seine SSD tauschen muss, das zeige ich mal in diesem Video. SSD-Laufwerke, die gibt es ja schon seit über 10 Jahren, seit ungefähr 2011. Da waren die ersten bezahlbar, dass man die auch reinmachen konnte in einen PC, in ein Notebook. Und da war natürlich das Notebook deutlich schneller und der PC. Und angefangen hat es ja mit kleinen Speichergrößen, mittlerweile ja mehrere Terabyte. Und da ist es auch ganz egal, ob das jetzt hier NVMe-SSDs sind, wie diese hier, die man aufs Mainboard direkt draufschraubt, oder ob das hier die 2,5 Zoll Laufwerke sind. USB-Sticks sind prinzipiell genauso fehleranfällig. Die sind auch irgendwann aufgebraucht. Und heute, nach über 10 Jahren, da sind mit Sicherheit die ersten kaputt, beziehungsweise die ersten haben schon so Alterungserscheinungen. Das hier, das ist die Wikipedia-Seite zu SSD-Laufwerken. Links alle unten in der YouTube-Videobeschreibung. Und hier auf der rechten Seite, da sieht man schon eben das Stichwort Lebensdauer. Und das ist ganz unterschiedlich, wie die Lebensdauer ist von der SSD, je nachdem, welche Zellen da verbaut sind. Da gibt es hier SLC, dann gibt es MLC und dann hier TLC, QLC-Zellen. Und da ist es ganz natürlich davon abhängig, welche Zelle in so einer SSD drin ist. Wie man hier in dieser kleinen Tabelle schon sieht, ist die Lebensdauer von so einer SSD abhängig von der Art der Zellen, die verbaut sind. Da gibt es eben QLC-Zellen. Und da ist eine Zelle nach 1000 Schreibvorgängen schon verbraucht. Danach funktioniert die meistens schon noch, aber so 100% sicher ist das eben nicht mehr. Dann gibt es hier TLC-Zellen, dann gibt es hier MLC-Zellen, die halten bis zu 3000 Schreibvorgänge. Und dann hier 5000 die MLC-Zellen in 34 Nanometer Fertigung. Hier sogar hier 10.000, dann hier unten 100.000 die SLC-Zellen in 50 Nanometer Fertigung. Da ist natürlich jetzt erstmal die Frage, welche Zellen habe ich hier in meiner SSD drin? Und das ist wirklich ganz schwierig herauszufinden, weil viele Hersteller äußern sich dazu gar nicht. Da gibt es hier so diese Billighersteller ADATA oder hier drüben Verbatim oder ein bisschen besser Kingston oder hier dann eben Samsung. Und bei denen kann man eben auf der Homepage nachschauen und teilweise wird das da eben auch angegeben. Weiter unten in diesem Wikipedia-Artikel findet man die Verschleiß- und Ausfallsvorhersage von SSDs. Das wird eben technisch gelöst über diese Smart-Technologie, die kennt man ja von Festplatten. Und die Lebensdauer einer SSD, die sollte auf dem Datenblatt angegeben sein, entweder in DWD oder eben in TBW. Bei den meisten Herstellern findet man, wenn überhaupt, eben diese TBW-Angabe. Das bedeutet eben insgesamt geschriebene Terabytes auf dieses Medium, auf diese SSD. Und hier zum Beispiel eine Samsung 970 Evo. Das ist eine M2 SSD. Die hat eine Lebensdauer von maximal 600 TBW oder 5 Jahren Laufzeit, je nachdem, welcher Fall zuerst eintritt. So steht es auf der Homepage drauf. Auf den Schachteln von SSD ist ganz egal, ob 2,5 Zoll SSD oder NVMe, M2 SSD, da braucht man gar nicht gucken. Da steht eigentlich nie was drauf. Das sind nur die üblichen Werbesprüche und da muss man schon auf die Webseite gehen. Idealerweise natürlich dann, bevor man sich sowas kauft. Und da kann man dann nachschauen. Aber auch da wird das ein bisschen versteckt. Also hier muss man ganz nach unten scrollen. Und irgendwann kommt man dann zu den technischen Daten. Das ist jetzt hier die Samsung-Webseite. Und da wird es dann ein bisschen versteckt. Hier sehe ich die Spezifikationen. Und hier ist es dann zu finden. Beschränkte Garantie, maximal 600 TB. TBW oder 5 Jahre. Hier bei dieser SSD, bei dieser M2 habe ich es ja jetzt gefunden, aber viele Hersteller, die schreiben das gar nicht auf die Webseite drauf in die Spezifikation. Da sucht man das vergeblich, gerade eben bei den günstigen Herstellern. Da ist natürlich jetzt die Frage, wie liest man das aus? Wie findet man raus, wie viel Terabytes eben auf die eigene SSD schon geschrieben wurden, die man im Rechner oder im Notebook hat und die man schon seit ein paar Jahren benutzt, weil das kann ja alles möglich sein, da hat man kaum Überblick. So gefühlsmäßig kann man natürlich immer irgendwas raten, aber das ist meist an der Realität vorbei. Und da gibt es einmal die Möglichkeit mit Crystal Disk Info oder mit den SmartMon Tools. An diesen Rechner habe ich mal zwei SSDs angeschlossen. Einmal hier die eingebaute, das ist eine Epesa. Und dann gibt es hier noch eine Crucial, eine M500. Und beide SSDs sind schon viele Jahre alt und auch immer regelmäßig in Gebrauch. Aber trotzdem weiß man natürlich nie so genau, wie viel wurde da schon drauf geschrieben. Also wie belastet sind diese Speicherzellen, die da drin sind. Für die meisten am einfachsten wird wahrscheinlich das Tool Crystal Disk Info sein. Das habe ich mir runtergeladen und installiert. Das ist kostenlos. Das kann man sich runterladen. Link unten in der YouTube-Videobeschreibung. Und auch hier in dem Video blende ich hier oben mal ein. Das ist ein YouTube-Video mit 10 kostenlosen Tools für Windows 10 und Windows 11. Und da wird auch gezeigt, wie man eben hier Crystal Disk Info installiert und wie man das ganz genau benutzt.
Das Tool, das wird einfach installiert und gestartet und dann findet es auch schon alle angeschlossenen Laufwerke, die eben Smart unterstützen. Das sind eben SSDs. USB-Sticks unterstützen kein Smart. Und ich habe hier ja eingebaut die Epacer und diese Crucial und da hat es hier die Epacer schon gefunden. 120 GB, also die ist wirklich ein bisschen älter und die leistet nach wie vor gute Dienste. Gesamtzustand gut und hier drüben sehe ich eben die Schreibvorgänge gesamt. Das ist hier oben, das sind 2503 Gigabyte, also 2,444 Terabyte. Ich habe mal nach der SSD-Bezeichnung gegoogelt und bin hier auf der Seite von Pacer und analog funktioniert das natürlich auch mit jedem anderen Hersteller. Da kann ich hier nach unten scrollen und was ich hier zum Beispiel finde, welcher NAND-Speicher verbaut ist hier, das nennt sich hier 3D-TLC. Da habe ich da zumindest schon mal einen Anhaltspunkt. Dann kann ich hier nach unten scrollen und habe hier schon mal markiert die Garantie. Die Garantie richtet sich eben nach eben diesen TBWs. Und ja, bei Festplatten war es ja eigentlich immer das Alter und hier ist es auch die Menge der Daten. Und da gibt es hier einen Link und den habe ich mal aufgerufen. Dann kommt man dann über ein paar Umwege zu so einer Tabelle hier und hier hat die Firma Pacer eben die Garantiebedingungen für ihre Produkte aufgelistet nach TBW. Also nicht nach Zeit, sondern wirklich nach der Menge der Daten, die da drauf geschrieben wurden. Lesen, das beeinträchtigt die Garantie jetzt hier nicht. Und hier habe ich die verschiedenen Modelle und da habe ich hier die AS350, die ist hier links zu sehen. Und ich habe eine mit 120 GB und da ist die Garantie rum, eben nach 70 Terabyte, die da drauf geschrieben wurden. Da bin ich ja mit meinen 2,5 Terabyte noch ganz weit weg von. Und die SSD selber, die ist natürlich älter, da ist auch zeitlich keine Garantie mehr drauf. Aber da habe ich natürlich hier schon mal einen Anhaltspunkt, welche Lebensdauer die noch hätte. Und ja, das ist ja noch ein bisschen was. Also die wurde so 3 Jahre jetzt benutzt. Hier für Videos in Testrechnern zum Installieren von Windows mal. Und das geht natürlich hier auch wahrscheinlich noch ein paar Jahre, kann man zumindest mal hoffen. Also verschlissen ist die noch nicht. Interessant ist bei dieser Tabelle hier zum Beispiel auch, und das gilt mit Sicherheit auch für andere Hersteller, dass die Größe von so einem Datenträger von der SSD von der M2 auch entscheidend ist. Hier meine AS350, die ich hier habe, die hat ja nur 120 GB, reicht vollkommen für Windows zu installieren, zum Testen von Rechner. Und da habe ich hier ein TBW von 70. Und wenn ich weiter nach rechts gehe, da werden dann die Laufwerke größer. 250 GB, 480 und die 1 TB-Variante eben von dieser SSD, die hat eben Max-TBW von 600 TB. Also da kann man wesentlich länger und wesentlich öfter drauf schreiben. Das liegt eben daran, weil bei so einer SSD da ein Controller drauf ist und der Controller verteilt die Daten, also der beschreibt nicht immer die gleichen Zellen. Also früher gab es ja bei Festplatten was, das nannte man Fragmentierung und Defragmentierung. Das gibt es natürlich bei SSDs nicht mehr. Da sind die Daten über den Controller prinzipiell mal fragmentiert über eben den gesamten Speicherbereich. Und wo genau die Daten liegen, das weiß eben nur der Controller, der hier verbaut ist. Und der sorgt eben dafür, dass eben bestimmte Zellen nicht sozusagen übermäßig abgenutzt werden, nicht dauernd beschrieben werden, sondern der verteilt eben die Daten komplett über den gesamten Speicherchip über alle Zellen. Das erklärt natürlich auch, warum so eine 1 TB oder 2 TB große SSD einen deutlich höheren TBW-Wert hat, eben als eine kleinere, weil da einfach mehr Zellen sind und die Daten eben auch besser verteilt werden können auf verschiedene Zellen. Andererseits sieht man natürlich hier auch anhand dieser Tabelle, dass auch bei einer 1 TB großen SSD so maximal 600 TB draufgeschrieben werden können. Hier 800 mal 1800, aber meistens sind das so 800 hier 500. Das ist ja eigentlich gar nicht mal so viel, je nachdem, was man macht. Wenn man so einen Rechner hat, wie der hier drüben steht, wo eben Windows installiert ist, Windows 11 oder irgendein Linux, wenn man den Rechner hochfährt, bis im Internet surft, da kommt da gar nicht viel zusammen an geschriebene Daten in Terabyte auf jeden Fall. Und wenn man natürlich mit einem Rechner Videos bearbeitet, große Datenmengen hin und her kopiert, vielleicht auch öfter eben so eine SSD als Datensicherung benutzt, die Daten wieder löscht und wieder neu bespielt, eben mit aktuellen Updates, dann ist die Lebensdauer recht schnell erreicht. Das gleiche Problem gibt es ja auch eben mit USB-Sticks. Da habe ich mal dieses Video dazu gemacht. Blende ich hier oben mal ein und die Videos findet ihr auch alle unten in der YouTube-Videobeschreibung oder in den Kommentaren. Und USB-Sticks, die haben ja auch ganz normalen Flash-Speicher hier drauf. Von denen weiß man ja schon, die sind wirklich langsam. Die gehen auch oft kaputt.
Und ein Grund ist natürlich, dass die Hersteller hier prima jeden Flash-Speicher verbauen können, weil auch auf so einer Schachtel, da steht nicht wirklich was drauf, eigentlich gar nicht, was da verbaut ist. Und wenn man dann so einen USB-Stick hat, den da reinsteckt und schreibt da drauf und das ist super langsam, dann gibt man meistens ja dem Rechner die Schuld, dem Windows, dem Linux oder eben auch hier der USB-Schnittstelle. Aber das kann natürlich durchaus sein, dass einfach hier auf so einem USB-Stick ganz einfache, schlechte, alte, langsame Speicherzellen verbaut sind. Da kommt man schon zum nächsten Problem, wenn man eben zum Beispiel Backups macht auf USB-Sticks, wenn man da viele Daten hin und her kopiert, dann gehen natürlich auch diese Speicherzellen schnell kaputt und bei USB-Sticks hat man eben nicht die Möglichkeit nachzugucken, wie lange funktioniert so ein USB-Stick noch, wie viel Terabyte sind da schon draufgeschrieben, weil da gibt es eben kein Smart, da kann man überhaupt keine Statusinfo auslesen, außer eben wie viel Platz noch drauf ist. Und deshalb ist es teilweise sehr sinnvoll, wenn man sich gerade einen USB-Stick selber baut, aus so einer M2 NVMe und einem entsprechenden Gehäuse. Der Vorteil ist eben von so einem sozusagen selbstgebauten USB-Stick, von einem selbstgebauten USB-Speichermedium, dass ich dann eben auch die Lebensdauer ablesen kann, rauslesen kann mit Crystal Disk Info oder eben den Smart Mount Tools. Da brauche ich nur so eine Platine hier. Dann habe ich hier eine SSD, eine M2. Die wird hier drauf gebaut, die kommt in so ein Gehäuse rein, die schließe ich hier an und dann kann ich mir auch über die entsprechenden Tools anschauen, wie viel Terabyte written da schon eben drauf sind, also ob eben zum Beispiel das Speichermedium, die Zellen hier am Ende ihrer Lebensdauer sind oder nicht. Gibt es dann dieses Video, blende ich hier oben mal ein, da wird es gezeigt, wie man sich aus so einer Platine eben einen eigenen USB-Stick baut und da kann ich dann eben auch auslesen über die Smart Mount Tools oder über Crystal Disk Info, wie viel da schon drauf ist, wie heiß zum Beispiel sowas auch wird, weil gerade eben auch USB-Sticks werden wirklich sehr heiß beim Schreiben, gerade USB 3.0. Und deutlich schneller sind solche Lösungen natürlich auch. Da habe ich hier zum Beispiel 1 Minute 30 Sekunden gebraucht, um eben Daten drauf zu kopieren. Hat bei einem USB-Stick, bei einem kaufbaren USB-Stick, einem fertigen USB-Stick hier 44 Minuten gebraucht, bei einem anderen, bei einem schnelleren 7 Minuten. Also diese Lösungen hier mit einer SSD, die sind auch deutlich schneller. Was hat es da auf sich mit diesen verschiedenen Speicherzellen und auch natürlich mit verschiedenen Qualitäten von Speichern? Auch wieder hier wird das erklärt bei Wikipedia, die MLC-Speicherzelle. Link auch unten in der YouTube-Videobeschreibung. Da gibt es verschiedene Zelltypen von Speicher, eben SLC, MLC, TLC, QLC und PLC. Von RAM-Modulen kennt man ja jede Zelle, die kann eben zwei Zustände annehmen, 0 oder 1, also ein Bit genau hier, einmal 0, einmal 1. Und das ist bei hier diesen Speichertypen genauso, aber nur bei dieser SLC-Zelle, bei der Single-Level-Cell. Und hier bei Multilevel Cells, da sind sogar zwei Bits, die gespeichert werden können in einer Zelle. Wie das genau funktioniert, einfach mal bei Wikipedia schauen in dem Beitrag, den ich eben gezeigt hatte. Und da hat man das Problem aber, wenn ich natürlich hier aus dieser Zelle nur ein Bit verändern möchte, dann wird das andere Bit sozusagen auch abgenutzt, in Mitleidenschaft gezogen. Und das kann man hier auch noch steigern. Dann gibt es hier TLC, QLC, PLC. Da sind es dann 3-Bit, 4-Bit, 5-Bit pro Zelle. Und je mehr Bits eben in einer Zelle drin sind, desto höher ist eben der Verschleiß, weil natürlich, wenn man hier zum Beispiel hier oben irgendwas ändert, die Zelle generell beansprucht wird. Da erklärt sich dann auch hier die Anzahl der Schreibvorgänge pro Zelle. In eine SLC-Zelle kann ich eben hier in 50 Nanometer Fertigung bis zu 100.000 Mal reinschreiben, den Wert verändern. Und wenn man hier nach oben geht, dann wird es halt immer weniger. Da werden einmal die Zellen immer kleiner. Und die Speicherdichte wird immer höher, da sind eben viel mehr Bits gespeichert. Und umso anfälliger wird natürlich eben physikalisch so ein Baustein. Und da kann eben eine QLC-Zelle nur tausendmal beschrieben werden, bis Gefahr besteht, dass die Zelle eben kaputt ist. Wer Linux installiert hat, der braucht kein Crystal Disk Info, der kann einfach die Smart Mount Tools nehmen. Da sind diese hier. Hier oben ist auch die Adresse, wo man die sich runterladen kann: www.smartmonttools, wenn es bei Linux nicht dabei ist. Gibt es aber auch für Windows. Das Programm zeige ich auch gleich nochmal. Da gibt es hier ganz einfach den Befehl, dass man hier eintippt: sudo smart control oder smartctl --all und dann eben hier den Device Name dann angibt von dem Laufwerk. Und hier zum Beispiel habe ich einem anderen Rechner ausgelesen, auch eine Samsung SSD 970 Evo Plus mit 1 TB. Da kriegt man auch die Smart-Werte angezeigt. Hier zum Beispiel maximale Temperatur 85 Grad. Also eine SSD, die sollte man unter Umständen kühlen.
Und hier Temperatur von dieser SSD im eingebauten Zustand nur 41 Grad Celsius, das ist natürlich okay. Und hier habe ich dann Data Units Written und das sind hier 10,1 Terabyte. Das ist schon wirklich ein bisschen mehr. Auf diesem Rechner wird wirklich viel mit Videos und großen Dateien gearbeitet. Für Windows kann man sich die Smart Mount Tools hier auch über SourceForge runterladen, auch wieder verlinkt über die Seite von dem Programmierer, von dem Hersteller. Und hier ist es dann, findet ihr auch unten in der YouTube-Videobeschreibung. Habe ich runtergeladen und entpackt. Ist im Ordner Programme Smart Mount Tools Bin. Das sind diese Dateien hier. Klicke ich einfach bei Windows 10 oder bei Windows 11 mit der rechten Maustaste hier unten im freien Bereich. Klicke hier auf In Terminal öffnen und habe hier eine Windows PowerShell geöffnet. Kann ich hier eintippen Smart CTL 1 frei, minus minus all und dann wieder 1 frei und dann C Doppelpunkt. Und dann sieht man hier schon die Werte. Das sind die Smart-Werte. Und wie man die auch hier in Crystal Disk Mark sieht, scrolle ich mal nach oben. Und das ist hier diese Pacer, wieder 120 GB. Und hier scrolle ich nach unten. Unter Windows ist eben hier die Anzeige der Smart-Werte ein bisschen kleiner. Da werden weniger Werte angezeigt als unter Linux. Und ich sehe hier unten Total LBAs Written. Das ist der Wert, den ich hier suche. Das sind dann 2503 GB oder eben 2,5 Terabyte. Ich habe hier an diesem PC ja neben der Pacer noch eine andere angeschlossen. Das ist die Crucial und da kann ich hier draufklicken. Und hier wieder zurück kann man hier mehrere SSDs verwalten. Und hier diese Crucial, die habe ich auch schon ein bisschen länger, auch schon ein paar Jahre alt, auch schon in vielen Videos zu sehen. Und hier oben sieht man dann auch Anzahl der Schreibvorgänge gesamt. Da sind hier 3,4 Terabyte, auch noch weit entfernt von möglichen 70 oder 100 Terabyte TBW. Wie ist es, wenn man sich eine neue SSD kauft? Da muss man natürlich vorher immer mal gucken, je nach Anwendungszweck auf der Seite vom Hersteller, was für ein TBW-Wert eben die hat, weil man weiß nie so genau, welche Zellen da eingebaut sind. Diese Crucial, die habe ich eingebaut, ein externes USB-Gehäuse, die benutze ich zum Datenaustauschen. Auch viele ISO-Dateien sind da drauf. Also Linux-Images, die sind ja wirklich sehr groß, die werden auch wieder gelöscht, werden eben neu draufgeschrieben, sozusagen auch als Backup. Habe ich hier mal auf der Seite Tooltimepedia fotografiert und hier die technischen Daten dazu geschrieben. Besucht einfach mal die Seite Tooltimepedia. Da gibt es hier jede Menge Hardware-Infos und Software-Infos zu PC-Komponenten, Grafikkarten, Soundkarten und so weiter und natürlich auch Spiele. Das hier, das ist dann die Herstellerseite von Crucial zu dieser SSD und den Link findet ihr auch auf der Seite Tooltimepedia. Und hier, da gibt es verschiedene Modelle, 1 TB, 2 TB und kleinere dann noch. Und ich scroll mal nach unten, da gibt es irgendwo auch hier die Spezifikation. Aha, hier ist es dann. Und da steht eben nicht TBW, sondern allgemein nur Belastbarkeit. Und das sind hier bei dieser SSD mit 1 TB 360 Terabyte, die da maximal draufgeschrieben werden können, bis eben die Zellen möglicherweise kaputt gehen. Interessant eben hier in diesem Fall, dass eben die Garantie hier eine begrenzte 3-Jahres-Garantie ist. Also hier wird jetzt nicht erwähnt, wie bei dem anderen Hersteller eben, dass eben die Garantie auch noch abhängt von der, wie es hier genannt wird, Belastbarkeit, also von den TBWs. Wobei 360 TBW jetzt auch nicht wirklich so viel sind, wenn man da regelmäßig große Datenmengen drauf kopiert, wieder löscht und neu drauf kopiert. Interessant ist aber, dass das von der Größe der SSD abhängt. Ich habe hier die 1 TB-Version. Ich klicke hier auf 2 TB drauf, dann lädt die Seite neu und auch mit Sicherheit andere Daten hier unten. Der Preis ist auf jeden Fall schon mal hochgegangen. Ich scroll mal nach unten. Und eben hatte ich ja 360 Terabyte Belastbarkeit, wie es hier genannt wird. Und hier habe ich dann eine Belastbarkeit von 720 Terabyte, was ja natürlich genau das Doppelte ist. Dementsprechend müsste eine kleinere Kapazität noch eine kleinere Belastbarkeit haben. Ich klicke mal auf die 240 GB, die sind ja weit verbreitet heute, wenn man irgendwie einen Windows-PC hat, Linux-PC, einfach nur das Betriebssystem drauf macht und so ein bisschen surft, reicht das ja auch vollkommen. Ich scroll mal nach unten und tatsächlich die gleiche Modellreihe eben in der kleineren Kapazität hat nur eine Belastbarkeit von 80 Terabyte. Was ist der Hintergrund? Wie gesagt, im Video wurde es ja bereits erwähnt. Bei einer 2-Terabyte-Platte ist natürlich doppelt so viel Speicher da, auf den die Daten verteilt werden können. Und bei kleineren Größen natürlich entsprechend noch weniger Speicher. Anders formuliert, bei USB-Sticks zum Beispiel, wenn man einen kleinen USB-Stick hat und da oft Daten löscht, oft Daten eben wieder draufschreibt, dann wird er mehr beansprucht. Das Ganze hat natürlich auch immer einen thermischen Hintergrund. Die werden ja auch heiß dann, gerade eben hier solche M2s. Und wenn man da wirklich
wirklich viel mitarbeitet, auf jeden Fall einen Kühler drauf machen. Und wenn man natürlich Windows hochfährt oder Linux hochfährt, ein bisschen surft, das ist nicht wirklich eine Belastung, weder eben thermisch, dass die eben heiß werden und noch eben, dass da viel drauf geschrieben wird. Aber man muss es immer mal im Auge haben. Diese beiden Kingston SSDs, die habe ich mir auch nochmal angeschaut. Hier, das ist die Webseite von Kingston SSD A400 Serie und da kann man hier nach unten scrollen, da findet man die üblichen Aussagen, super schnell, super günstig natürlich auch. Und hier mal gucken, Formfaktor und dann auch Lesegeschwindigkeit. Man muss aber weiter nach unten scrollen und irgendwo haben sie es versteckt. Aha, hier gibt es dann den TBW-Wert. Die kleinere SSD mit 120 GB, die hat eben einen Wert von 40 Terabyte und dann die doppelt so große, dann auch einen doppelt so großen Wert von 80 Terabyte und so weiter und so fort, wie man hier sieht, immer mal 2, mal 2, mal 2 auf der rechten Seite oder zumindest ungefähr so mal 2 und auf der linken Seite natürlich dann auch. Und teilweise sind diese Werte aber doch kleiner als gedacht, weil 40 Terabyte finde ich jetzt nicht so schrecklich viel. Aber wie gesagt, das hängt immer davon ab, was man eben macht. Im Zweifelsfall wirklich einfach eine größere kaufen. Schreibt mal in die Kommentare, welche Erfahrungen ihr mit Flash-Speichern gemacht habt, mit SSDs im 2,5 Zoll Gehäuse, mit M2s oder auch mit USB-Sticks. Sind die bei euch schon mal ausgefallen? Oder, das ist natürlich technisch auch möglich, dass die kleiner werden in der Kapazität. Wenn eben genug Zellen kaputt sind, dann werden die einfach entfernt, werden die nicht mehr benutzt, dann fällt eben dieser freie Speicher, der auf einer SSD drauf ist. Die muss nicht immer komplett ausfallen, dann, dass es dann von heute auf den anderen Tag Klack macht und dann kann man die nicht mehr benutzen, nicht mehr ansprechen. Es ist durchaus technisch gesehen möglich, dass einfach die freie Kapazität kleiner wird. Gebt dem Video einfach einen Daumen hoch, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren. Guckt mal unten in der YouTube-Videobeschreibung, da findet ihr die gezeigten Links zu Wikipedia und auch zur Seite tooltime.de und zur Seite tooltimepedia. Auf der Seite tooltime.de gibt es über 380 Anleitungen und Tutorials, wie man seinen Rechner schneller macht, wie man seinen Rechner repariert, wie man sein Notebook auseinanderbaut, wie man seinen Drucker auseinanderbaut und repariert. Zum Thema Windows 10, zum Thema Windows 11, zum Thema Linux, wie man die Betriebssysteme installiert und schneller macht. Tooltimepedia ist ein Hardware-Archiv, ein Software-Archiv aus über 30 Jahren. Da findet ihr Hardware und Software wie Grafikkarten, wie Prozessoren. Da gibt es Festplatten, da gibt es dann Joysticks, Mainboards, was die damals konnten und was die damals gekostet haben. Hier blende ich noch ein paar Infokarten ein zu anderen Videos auf dem Kanal. Da seht ihr dann, wie man Notebooks installiert, ganz neue Notebooks richtig einrichtet, wie man Windows 10 repariert, Windows 10 schneller macht, wie man Drucker installiert und Drucker repariert. Schaut es euch einfach mal an, da sind jede Menge Sachen für euch dabei. Klickt einfach auf die Infokarte drauf.